Wir von Gaming Clerks machen unseren Job ja nicht erst seit gestern. Tatsächlich machen wir diesen Kanal ab dem 28.02. schon 10 Jahre lang. Videospiele spielen wir sogar weitaus länger. Und nun vor allem in letzter Zeit viel mehr Sachen auf, über die ich einfach mal reden möchte. Ziemlich häufig reden wir ja schon davon, dass vor allem Videospieler sich sehr viel Bullshit gefallen lassen, weil sie schon mit jungen Jahren an Firmen gebunden werden und einfach nicht sehen wollen, dass die meisten Firmen die schlimmsten Freunde sind, die man sich vorstellen kann. Aber noch viel schlimmer empfinde ich, dass wir langsam so durchschaubar wurden, dass Firmen gezielt Hype-Maschinen einsetzen, um uns dazu zu bringen, etwas zu kaufen, was gar nicht für uns gemacht ist. Und seltsamerweise wirken diese Spiele, auf die diese Hype-Maschinen gesetzt werden, alle sehr ähnlich. Lasst mich erklären. Als The Division angekündigt wurde, wirkte es wie ein taktischer Koop-Shooter, bei dem Schleichen und Teamarbeit extrem wichtig ist. Was es letztendlich wirklich war, ist ein Bullet-Sponge-Shooter, wo man immer das gleiche macht. Bullet-Sponge bezeichnet man vor einem Gegner, in die man enorm viel Kugeln ballern muss, bis sie umkippen. Auch wenn es unrealistisch ist. Daher ein Schwamm, der Kugeln regelrecht frisst. Zudem ist das komplette Gameplay auf Loot-Sammeln ausgelegt, da das die einfachste Form ist, so ein Spiel motivierend zu machen. Destiny wirkte wie ein MMO-Halo, aber war letztendlich auch ein Bullet-Sponge-Spiel. Wie auch The Division sind die Missionen immer dasselbe und die Bossgegner ebenso. Das Spiel bietet kaum Abwechslung, indem es immer und immer wieder dieselben Sachen einvorlegt. Und letztendlich ist es eben genau das, ein auf Loot basierendes Bullet-Sponge-Spiel. Und jetzt kommt EA mit Anthem. Ein Spiel, das sich letztes Jahr im Trailer präsentierte und natürlich dort hübscher war, als das Spiel je hätte sein können. Und ganz ehrlich, ich bin langsam echt müde von dieser Scheiße. Multimillionen-Dollar-Firma kündigt ein Spiel an, haut einen Fake-Trailer aus, der kaum was mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat, und am Ende sind es einfach nur Bullet-Sponge-Loot-Shooter, in dem man langweiligere Missionen erledigt als in MMORPGs der 2000er. Anthem ist jetzt also erschienen. Natürlich EA-typisch direkt mehrmals, da es ja Beta-Wochenenden gab und ein Early Access für alle, die mehr Geld für das Spiel ausgeben, als man es eigentlich machen sollte. Denn natürlich, dank Ubisoft haben wir jetzt diesen Müll, dass wir eine verdammte Tabelle benötigen, um zu wissen, welche Version wir uns kaufen sollten. Und natürlich gab es auch wieder Pre-Order-Boni-Zeug, einfach nur, damit ihr euch das Spiel kauft, bevor irgendjemand auch nur entferntesten Kritik an dem Spiel ausüben konnte. Hauptsache, sie haben halt ihr Geld. Denn warum kauft man sich Anthem? Weil einem der Trailer gefallen hat? Weil es von BioWare ist? Einer schrieb mir auf Twitter, weil ich da rumfliegen kann. Aber wie viel kann man wirklich rumfliegen? Ist es wirklich das Spiel, das man dafür kaufen sollte? Scheißegal. EA und alle anderen Firmen haben es raus, wie man Marketing betreibt und schon irgendwie jemanden dazu bekommt, das Spiel zu kaufen, auch wenn man vorher null Interesse an dem Spiel hatte. Und das ist schade, denn früher gab es Hype-Spiele, absolut, aber nicht jedes verdammte Spiel wurde durch das Marketing als der nächste, wichtigste, heiße Scheiß betitelt. Letztendlich geht es nicht mehr darum zu sagen, kauft unser Spiel, es ist toll, sondern kauft unser verdammt geiles Spiel. Wenn du jetzt nicht vorbestellst und dir fette Boni abholst, verpasst du alles und bist komplett wertlos. Und was ist Anthem jetzt letztendlich geworden nach diesen ganzen Trailern und nach dem Hype, den EA aufbauen wollte? Ein Bullet-Sponge-Spiel mit langweiligen Missionen, in dem man immer und immer wieder dasselbe macht mit Aufgaben, die langweiliger sind als MMORPGs aus den 2000ern. Und natürlich auch komplett lootbasierend. Sehe nur ich da irgendwie ein Muster? Kann es sein, dass The Division, Destiny und Anthem irgendwie dasselbe Spiel sind und sich nur marginal im Gameplay unterscheiden? Dumm gesagt, es ist dasselbe Spiel mit einem anderen Skin. Ihr müsst aber auch verstehen, dass ich Spiele größtenteils wegen dem Gameplay spiele. Aber jedes Mal, wenn ich mir Videos angucke bezüglich der Story von Destiny oder The Division, denke ich mir, was für eine halbherzige Kacke da zusammengeschrieben wurde, um irgendwie Missionen miteinander zu verbinden. Denn das, was die Spiele verkauft, ist letztendlich der Hype. Die Werbung. Influencer Zehntausende von Euros geben, damit sie doch mal bitte das Spiel im Stream spielen. Posterwerbung in Städte zu hängen, die lieber nicht zu viel über das Spiel sagen, aber man sich den Namen einprägen kann. Ich werde auf Twitter mit Anthem-Werbung zugeballert und das Einzige, was mir dazu einfällt, ist der Metascore von 58%. Denn es geht nicht mehr darum, ein gutes Spiel abzuliefern. Es geht nicht mehr darum, kreative Spiele zu machen, die auf neue Art und Weise einen in den Bann ziehen. Es geht darum, Bullet-Sponge und Loot-basierte Spiele zu erstellen, weil man so ein nettes Grinding einbauen kann, was diesen einen bestimmten Sammlernerv in uns kitzelt, wodurch wir das als Spaß ansehen, obwohl es eigentlich Arbeit ist. Denn letztendlich basiert es nur darauf, ihr habt Gegner, die schwer zu besiegen sind, ihr kriegt geilen Loot, wodurch die Gegner schneller zu besiegen sind, demzufolge habt ihr ein Erfolgsgefühl, obwohl ihr eigentlich nichts anderes macht, als einfach nur geileren Loot zu haben. Und dank dem Hype verfallen wir dem Mist und müssen jeden im Internet anblöken, der nicht sagt, dass The Division, Destiny oder auch jetzt Anthem
die Spitze der Videospielkunst sind. Weil Hype funktioniert. Weil Hype dazu da ist, uns ein Glauben ins Hirn zu pflanzen und Gott, hassen wir es, von unserem Glauben abweichen zu müssen. Oder dass wer sagt, dass der eigene Glaube falsch ist. Es ist okay, eines dieser Spiele zu mögen oder mehr darin zu sehen, als es eigentlich ist. Aber genau deswegen werden immer mehr unfertige Spiele auf den Markt kommen. Deswegen ist Anthem ein verbuggter Haufen Spielecode, dessen Inhalt jetzt erst über die nächsten Monate ausgeliefert wird, während man noch verzweifelt versucht, diese ganzen Probleme des Spiels zu lösen. Weil Hype wichtiger wird als das Spiel, weil es wichtiger wurde, die Idee eines Spiels zu verkaufen, anstatt ein gutes Spiel herzustellen, damit es sich wegen der Qualität verkauft. Denn das ist halt unser Problem. Unsere Akzeptanz gegenüber einem unfertigen Produkt wird immer höher. Und es gibt genug Leute, die sagen, ist doch okay, kaufe ich halt ein unfertiges Spiel. Und irgendwann in 6, 10, 12 oder mehr Monaten ist es dann vielleicht mal irgendwann fertig. Ich möchte deswegen weiterhin darauf plädieren, dass niemand ein Spiel vorbestellen sollte. Vor allem nicht, wenn es eine neue Marke ist. Denn je mehr wir uns diesen Bullshit hingeben und blind unser Geld in Spiele wie Anthem stecken, desto häufiger werden wir unfertige Spiele bekommen, die einfach nur gewisse Checklisten abhaken und sich dann als Videospiel bezeichnen. Und nein, ich will zu Anthem keine Review machen, da 59% auf OpenCritic basierend auf 29 Reviews eigentlich alles sagt. Da muss ich nicht auch noch meine Zeit damit verschwenden. Aber ich gebe zu, dass ich wegen dem Marketing überlegt habe, es auszuprobieren. Aber jetzt, wo es dann zum zweiten Mal erschienen ist, weiß ich endlich, glaube nicht dem Hype. Glaube niemals dem Hype. Wer dem Hype verfällt, kann eigentlich immer nur verlieren.